Moin moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Meine Güte, lange ist es her. Ich habe mir was überlegt. Ich habe da mal was in YouTube gesehen. Ich gucke ja auch gerne so andere YouTuber beim Überleben in der Zombie-Apokalypse zu. Und da bin ich auf was gestoßen, was ich auch gerne machen würde. Ich weiß gar nicht, was ich hier vorhatte. Ich habe keine Ahnung. Sollte wieder irgendeine Falle werden. Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Denn ich habe mich ja eigentlich gut geschlagen. Ich wollte ja diesen Hardcore-Modus hier spielen auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Bin bis Tag 57 gekommen. Wäre bestimmt auch noch weitergekommen. Aber das ist jetzt auch wieder so. Boah. Ja, ne? Also leider ist die Konsolenversion diese hier tot, gerade was die Gegner und sowas angeht. Da warte ich denn doch lieber, bis denn endlich die neue Fassung rauskommt auf der PS5. Das wurde ja jetzt, glaube ich, mehr als bestätigt. Jedenfalls bin ich ja so der Typ immer gewesen, der sich immer unter Tage gegraben hat. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, ein neues Bauprojekt zu starten. Oder was heißt versuchen? Ich will es starten. Möchte aber hoch hinaus. Ich will nach oben bauen. Und nicht gerade klein, sondern pompös. Hab mir erst überlegt, na, fängst du ein neues Spiel an, aber ist eigentlich Quatsch. Da muss ich wieder so lange auf Ressourcen warten und muss wieder so viele Ressourcen sammeln. Und hier habe ich eigentlich schon einen ganz guten Start, was das angeht. Okay, so viel ist es nicht, aber besser als gar nichts. Ja. Ich werde die Konsole ab und zu mal einfach mal laufen lassen, so dass hier wirklich produziert werden kann. Noch und nöcher. Ich habe den Schwierigkeitsgrad wieder runtergeschraubt auf normal. Nicht auf leicht, aber auf normal. Weil wir uns jetzt nicht mehr auf die Zombies fokussieren, sondern wirklich nur noch aufs Bauen. Ja. Also ich habe da Bock drauf. Hier ist wieder Betonmischung in Arbeit. Das ist sehr gut. Wenn ihr da bo auch Bock drauf habt, sagt mal Bescheid. sagt mal Bescheid, ja. Schreibt mir es mal in die Kommentare. Und dann werde ich mal die Tage erstmal schon mal unseren Spot suchen, wo wir dann bauen. Also ich will am liebsten hier im Waldgebiet bleiben, weil mir die anderen Gebiete einfach nicht gefallen. Na? Obwohl, wenn man ja wirklich ziemlich weit oben ist, ich weiß gar nicht, wie viele Meter wir hochkommen, sind das jetzt 70? 70 Meter oder 70 Blöcke? So. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Eigentlich ist es egal, wo wir bauen. Ich brauche halt einen geraden Untergrund. Aber gut, das baue ich dann mit dem ersten Video mit ein. Dann gehen wir auf Spotsuche und dann fangen wir an, Fundamente zu setzen, Säulen hochzuziehen, ja, die erste Plattform zu setzen, versuchen zu setzen. Und dann, ja, würde ich sagen, lasst uns das zusammen angehen. Ich werde Videos machen, so halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, mal gucken. Und zwischendurch auch Streams, sowieso. Und ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns die Tage hier bei 7 Days to Die mit neuem Bauprojekt. Ab nach oben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.